Ich hab nur L2 gedrückt wie im Wilder. Ich hab nur L2 gedrückt. Einfach nur L2. Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Elden Ring. Und mir ist zu Ohren gekommen, dass im letzten Patch ROB verschlechtert wurde, genervt wurde. Und alle haben gesagt, oh mein Gott, ROB ist jetzt voll schlecht. Und das will ich jetzt einmal testen. Ob ROB wirklich jetzt nicht mehr zu gebrauchen ist. Ich zeige euch gleich meine Stats und alles Mögliche. Also, ROB auf den Riesen, ihr kennt das. Also, wenn das nicht zu gebrauchen ist, dann weiß ich auch nicht. Was? Was? Hä? Ist doch übel OP immer noch. Du drückst einmal L2, kommt eine Blutung 5k. Und übelste Range, also mittlere Range. Was macht denn auf Entfernung Blutung? Ich mach mal ohne Buffs. Es ist immer noch komplett overpowered. Komplett. Es ist komplett broken. Immer noch ROB. Wir probieren es mal gegen was anderes aus. Wir könnten Radar machen. So, geh ab. Und was genau ist da jetzt schwächer geworden? Ich hab nur L2 gedrückt wie im Wilder. Ich hab nur L2 gedrückt. Einfach nur L2. Also man muss wirklich dazu sagen, ich weiß echt nicht, wie es vorher war. Das haben wir gerade im Chat auch ausdiskutiert. Also ich habe nicht so eine richtige Ahnung, wie ROB vorher war. Ich wurde darauf hingewiesen, dass der Blutungsaufbau wohl viel krasser gewesen sein soll. Aber es ist halt so, wie die Waffe halt jetzt ist, immer noch komplett krass. Was ist das denn? Es ist viel zu stark. Es ist viel zu stark, wirklich. Und das ist hier NG plus 8, Leute, ne? Das ist nicht das erste NG oder so. Und ich bin auch nicht maximales Level. Ich bin auch nur einfach scheiße. Es ist viel zu krass. Aber ich kann verstehen, dass du sagst, Blutungsaufbau war krasser damals. Die haben nur einmal L2 gedrückt und dann war direkt Blutung, ne? Die haben nur einmal zack, zack und Blutung. Glaube ich, ne? Einmal zack, zack. Na gut, wenn du es so siehst, ist es schon schwächer. Aber es ist, so wie die Waffe jetzt ist, fühlt sie sich wenigstens ein bisschen gebalanced an. So fühlt sie sich wenigstens an, als, keine Ahnung, wäre es eine normale Waffe. Aber wie viel FP zieht das ab? Das zieht halt auch kaum FP ab, ne? Okay, ich zeige euch kurz mein Bild, falls euch das interessiert. Natürlich die wahre Maske, wie immer. Den Ritualschwert-Talisman, der erhöht die Angriffskraft, wenn ihr volle LP habt. Jubel des Blutes. Wichtigster Talisman für Blutung. Karianisches Filigranwappen, damit es weniger FP abzieht. Und natürlich Scherbe von Alexander. Wo es ROB gibt, muss ich euch glaube ich nicht sagen. Aber ROB findet ihr im Schneegebiet auf dem Weg zum Feuerriesen in dieser Kirche. Kirche der Ruhe. Dort kommt eine Invasion. Die müsst ihr besiegen, dann kriegt ihr ROB.
Und lasst gerne mal in den Kommentaren wissen, wie ihr ROB aktuell findet. Ob ihr es vielleicht zu schwach findet sogar, was ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen kann. Und abonniert den Kanal. Und wenn ihr gerne mal bei Twitch dabei sein wollt, gerne mal den Kanal abonnieren und abchecken. Und bis zum nächsten Mal. Haut rein.